Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Papa Oki und bei mir ist das. Dingsbums. Gestern ist ja der neue Battle Pass, die Season 4, erschienen. Und mit dem Battle Pass ist auch ein neuer Charakter eingeführt worden, und zwar der Revenant. Da hat ja Respawn das Ganze richtig gut inszeniert am Anfang, schon fast ähnlich wie eine Seifenoper. Erst haben sie einen Helden eingeführt, den sie dann gekillt haben. So, der Revenant hat ihn gekillt. Genau, und dann auch noch, wie der Revenant eingeführt wird. Also das haben sie richtig, richtig gut aufgezogen. Und dass er halt mal wieder Mensch war, dass Hammond Robotics was zu ihm gemacht hat. Und ja, es ist echt cool gemacht. Schaut es euch mal an. Wir verlinken es euch unten im Video, unten in den Kommentaren die Videos, beziehungsweise in Du der meinst Videobeschreibung, in bla den bla. Texten? Ja, man muss den Vokabular denn schon können, nicht wahr? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist der Revenant, ganz kurz gesagt, richtig cool. Er hat zwei Fähigkeiten, die echt cool sind, muss ich schon sagen, ne? Also, Drei. ja, drei. Genau, er kann, also wenn er kriecht, er kann schneller kriechen, also in geduckter Position laufen. Er kann höher klettern als andere. Dann seine erste Fähigkeit ist ja, eine Chain. Wie heißt das Ding? Auf Q, ja, da schmeißt er einen Ball. Und da hat dann je Legende, die getroffen wird durch den Ball, kann seine Sachen nicht benutzen. Also zum Beispiel, Lifeline kann seine ihre Heildrohne nicht benutzen und auch kein Care Package runtermachen. Genau, das ist der Tactical, nennt sich ja das, der Tactical Move oder wie auch immer. Silence heißt das Teil. Und das zweite, der Ultimate, das ist eigentlich auch cool. Da beschwört er so ein Totem für, ja. Riesengroßer Klotz aus dem Boden. Genau, richtig. Und damit ruft er die Schatten hervor. Also beziehungsweise kann man sich in Schatten verwandeln, so wie damals bei dem Halloween-Event. Das heißt, wenn man das aktiviert als Mitspieler, also egal wer das aktiviert oder beziehungsweise wer den Totem drückt, der hat eine bestimmte Zeit, wo er, wenn er stirbt, direkt wieder beim Totem respawnt, allerdings nur mit einem Health. Und im Spiel selber wird er jetzt dann gleich sehen, bei der Map hat sich einiges verändert. Von Hammond Robotics ist jetzt so ein Ender, so ein Lava-Ender, also so ein Planeten-Ender oder wie das Ding heißt, Harvester. Steht jetzt mittendrin. Capital City, der Lieblingsspot von den meisten, ist jetzt geteilt durch einen riesigen Lavasee. Und noch etliche andere kleine Sachen haben sich an der Map geändert. Dann ganz krass für mich, eine Waffe hat sich geändert, und zwar die G7 Scout ist jetzt eine Assault Rifle anstatt einer Sniper-Waffe. Meine Lieblingsdevotion haben sie weggemacht. Das ist jetzt eine Waffe, die eigentlich nur in einem. Es ist wie eine Kraber, es ist eine goldene Waffe. Genau, eine goldene Waffe. Und da, das ist jetzt statt der Elster. Und die Elster ist jetzt genauso wie die Havoc. Also die, das ist eine normale Energiemunition. Und die schießt auch ähnlich wie die Havoc. Ist jetzt auch besser. Und die Havoc wurde, glaube ich, auch besser gemacht. So wie die Wingman. Die Also. Wingman hat wahrscheinlich einen Schuss mehr. Drücken wir jetzt auf Bereit, das können wir vielleicht während dem Spiel dann auch noch erzählen. Und dann noch eins, die Turbolader haben sie auch entfernt. Also das heißt, die Elektrowaffen schießen jetzt immer gleich, ob man da Turbolader hat oder nicht. Also es gibt ja keinen mehr. So, wie ihr seht hier schon am Ladebildschirm, alles ganz zerstört. Alle wollen den Revenant spielen, ist klar. Wer zuerst kommt, mal Ich bin zuerst. wieder. Ich den da wieder nehmen. Dann nimmt der Papa Oki halt seinen Gasmann, wie immer. Ich singe auch nicht. Lifeline. Warum nicht? Ich meine, ich liebe Lifeline, aber ich wollte eigentlich Revenant jetzt mainen statt Lifeline und so. Und jetzt hat. Ei! Okay, der hat 17 und ist anscheinend Diamond Rank gewesen. Vergiss es. Er hat nicht verdient. Warum schon wieder der Typ?
Ach ja. Gegen den habe ich gestern gespielt. Der war auch schon wieder Wenn ihr jetzt Champion. hier die Ich Karte komme nicht seht, mehr. hier ist der Harvester, der von Robot Hammond Robotics. Da drüben ist Capital City und wie ihr seht, da in der Mitte ist dieser große Lava-Riss, wahrscheinlich durch dieses Ding da ausgelöst. Also Das es löst gibt wieder halt ein runter. bisschen neue Ecken zum Starten. Also ich finde es ja ganz gut, dass wir ein Diamond mit uns drin haben, aber. Ich gehe dahinter. Oh, ja, wir fliegen da nicht alleine hin, also ich gehe dahin. Ich hoffe, der lässt mich nicht alleine. Das ist ja einer alleine, also. Ja, der fliegt aber zu dir. Kann er ja. Mosambik ist immer noch das gleiche Drittel davor. Hab ihn zweimal für 15 getroffen. Ich bin tot. Ist da mehr da oder bloß der eine? Nein. Ha! Hab ihn! Mosambik! Der ist freiwillig raus, weil ich Mosambik habe. Oh, ich habe einen gekillt da oben. Ich habe eine fucking Mosambik und habe. Und eine Wingman habe ich, okay. Na ja, das behalten wir doch mal, die Wingman. Was labert denn der Typ? Ich glaube, uns gerade bemerkt, dass ich einen gerade mit einem Mosambik erledigt habe. Oh, voilà. Ja, brauche ich. Wie tut der Pathfinder leid, wenn man fühlt sich gemobbt, wenn man erledigt wurde von. Und was? Wingman ist gut? Mosambik! Ist auch gut. Ich will gar nicht, ich frag dich was. Was hast du denn gerade alles gesagt? In dem Satz, was ist da drin alles falsch gewesen? Wer, ich? Ja, du hast gesagt, Mosambik ist doch gut. Ist doch freilich gut. Daher kommt dein Können. Ach. Ich habe einen Kill. Ich auch. Ja, siehst du? Ja, das Leben ist kein Ponyhof, Revenant. Ich muss das Mosambik mit einer Eva wechseln. Du warst jetzt ein wenig schrill. Tut mir leid. Aber das Ding ist gruselig. Oh, schaut mal meine R99 an. Man hat davor vielleicht ein Seht ihr? bisschen Angst. Das ist dieser neue Skin, den es gibt. Lecker, lecker, lecker. Ich hatte noch nie, dass mir ein Diamond Ring folgen muss. Hier, Peacekeeper, will er? Mensch, lass mich halt. Ich nehme halt meine Eva, die macht mir Schuss. Ich hab eine Brownie, bitte. Ja, danke. Wir sind im nächsten Ring ein positives Netto. Ich hab. Bleib mal da, Revenant. Warum eiert denn eigentlich der Papa Uki wieder hinterher? Die rennen schon wieder wie die Wiesel davon und dann verrecken sie und dann schreit: Hilfe, Hilfe! Er möchte es, dann nimm's. Nimm's doch. Nimm's doch. Ich glaube, ich nehme die Havoc lieber als die Eva. Ich glaube auch einfach nur, nur weil ich möchte. Oh. Schreck mich doch nicht so. Da waren schon welche. Nee! Hätte ich jetzt nicht gedacht, Obi. Ja, ich wollte es dir bloß sagen.
Aber ich war hier oben noch nie. Ich bin. Ich schon. Ah, super. Oh, Hilfe. Was sind sie? Och Mann! Ach geh, das geht mir schon wieder am Zeiger. Nein, nein, nein. Da waren zwei. Drei! Oh! Okay, es sind zwei Teams. Oder drei Teams. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob es drei oder zwei Teams waren. Aber die haben zusammengespielt. Waren da jetzt zwei oder drei? Gegeneinander haben die nicht gespielt? Ja. Also die haben schon gegeneinander gespielt, als wir den einen so ein bisschen runtergeschossen haben, gesagt, okay, ich schieß auch mal mit drauf. Aber so ganz normal war das nicht. Ich hätte die Mosambik behalten sollen. So, versuchen wir es noch einmal, dass wir einmal wenigstens den Revenant irgendeiner von uns spielen darf. Es wäre ein Let's Play ohne den Revenant. Ich frage mich echt, was da Hammond Robotics gemacht hat, damit es so kaputt geht. Oh, das Dingsbums kriegt den Revenant. Aber, naja, was muss Hammond Robotics zu dem armen Revenant gemacht haben? Dass sie ihn so hasst. Oh, der hat den coolen Skin für Lightline. Naja, Papa Rugi macht wieder den Stinkstiefel. Da gibt's einen neuen Space-Emote für dich. Ja, passt super zu dir. Ich bin der Gasmann. Nein! Bring me a dream. Nein, 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 nein! Nicht heute, nicht morgen! Nein! So, jetzt gebe ich uns den Todesstoß. Ich hab zweimal. Das Diamond. Da fehlt noch ein Diamond. Ich flieg doch da nicht hin. Bin ich besoffen oder was? Ich bin schon lebensmüde, aber nicht so lebensmüde. Ich will nicht wissen, was unter dem Anzug rausflattert. Na. Okay. Ich geh hinter. Läuft der so langsam oder kommt es nicht so? Warum ist uns bei Jessa bei mir gelandet? Oh, da ist eine Elster. Das müsst ihr zuschauen. Die rotzt sowas von weg, die Elster. Das ist der Hammer. Schaut nicht hin. Hey. Die ist richtig gut. Die Elster habe ich vorher nicht einmal mit der Beißzange angefasst und jetzt, das ist richtig geil. Ja, kannst du behalten. Oh! Ja, das war mir schon klar, dass du das willst. Yummy, 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 yummy! Ja, macht das ein Lärm, der Harvester oder was? Das ist ja eklig. Deine Rüstung, Walkie. Ich hab ihn. Schön für dich. Okay, wohin? Need more kills. What's over here? Na gut, dann komme ich halt. Da ist noch eine schwere Munition und eine Elektromunition, dann kommen wir mal. Oh, shit, ich habe eine Charge Rifle, habe ich gar nicht bemerkt. Oh nee. Normalerweise spiele ich am liebsten mit Devotion oder Spitfire, aber seit es diese Elster jetzt gibt, habe ich einen neuen Freund gefunden. Seitdem die Elster. Oh, da ist eine. Das ist eine Elster. Nimm mich doch lieber als die Scharfschütze. Na, ja, die kannst du behalten, deine Scharfschützenmunition. Außerdem klingst du scheußlich, deine Stimme ist ja eklig.
Das ist ein wenig weniger Rauchen. Also, nur jeder weiß, ich rauche nicht. Mann! Was denn? Ich hab halt nur 80 Schuss in der Erste. Ne, ganz komisches Ding. Wo ist unser denn? Ja, haben wir schon wieder so einen Napf dabei. Er schießt. Sieht voll scheiße aus von hinten, das sag ich dir, du Hungerhaber. Ja, verreck da hinten, du Depp. Pech für ihn. Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, ist das komisch. Leider unser... Die Lifeline jetzt tot. Naja. Pass auf mich auf. Moment, ich komme. Jetzt bin ich. Ja, Leute! Oh shit. Es war falsch. Naja. Wir haben eine Waffe. Nimm dir, was du brauchst. Ich kann nicht rein. Boah, ich muss abhauen. Ich bin am Ende. Ja, aber man hat den Ball wenigstens gesehen. Ja, vielleicht kann ich dich noch retten, warte mal. Hast du den Tresor schon aufgemacht gehabt, oder? Jetzt haben die denn das ganze Zeug. Na, scheiße. I'm sorry, ich habe gesagt, pass auf mich auf, da war keiner. Da war ja auch erstmal keiner. Als ich aufgemacht habe, war kurz danach Feuerwehr da. Ja, da habe ich keine Chance, wenn die die fetten Rüstungen haben. Außerdem habe ich nichts getroffen, weil die falsche Waffe gehabt haben. Du bist ein Noob. Statt der Elster aus Versehen diese Spitfire erwischt. Aber wir haben ja schon wieder mal einen Vollhong dabei gehabt. Der kriegt den fetten Noob-Stempel, weil er sowas von doof war im Hirn. Na, der hat kein Hirn. Ich verstehe es nicht. Warum geht man denn von seinem Team weg? Weil das Team kann nichts machen. Weil er Fickfrosch ist. Spielen. Ja, ich versuch's so. Wer kriegen du denn der als erster aussuchen darf? Ja, ich mag Revenant zwar auch, aber. Ja. Aber ihr habt schon gesehen. Vor allem beim Dingsbums habt ihr ja gesehen, er hat ganz einen coolen Move. Allerdings haben wir den Todesmove, das Totem, haben wir noch nicht gehabt. Hm. Ja, Papa Oki macht das mein Revenant. Sehr schön. Jetzt habe ich niemanden. Oh, ich weiß nicht, was ich spielen soll. Es gibt kein Revenant mehr, kein Lifeline mehr. Die ist doch auch gut. Ja, die ist auch gut. Ich habe immer noch einen dritten, aber trotzdem. Yay. Ich darf vorstellen, euer Champion. Dropping in, hang on. Ich gehe mit in sein Haus, weil ich keinen Bock habe, alleine zu sterben. Warum kommt er noch mit uns mit? Und ich nehme nur das da vorne. Okay, das sind mehr als nur ein Team. Ich müde.
sonst keiner bei dir. Erster Treffer. Cool, einen weggebeamt. Aber ihr habt schon gesehen, die haut richtig rein. Diese, diese Elster, die ist wirklich übel. Das passt noch besser. Uah, was macht ihr? Gegen welche Karten? Oh, nein, 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 nein. Ich hab keine Munition mehr. Ich habe auch keine Munition mehr. Scheiße! Ich hatte nur noch eine P2020, aber immerhin einen noch damit gekillt mit der P2020. War ja gar nicht so schlecht. Boah, ich war schlecht. Nein, okay. Scheißwaffen. Na gut, aber ihr habt zumindest jetzt mal schon einen Eindruck bekommen. Ihr habt auch einmal kurz den Hammond Harvester-Turm gesehen. Ja, also es macht wirklich Spaß wieder, mal was Neues zu haben bei Apex. Wobei ja es wirklich nie langweilig ist, weil sie ja ständig was Neues haben. Naja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Apex-Zocken. Bis bald! Bis bald!